Ich habe eine XYZ-Datei vom Geoportal Thüringen runtergeladen, ein bisschen in der Datenmenge reduziert und dann schauen wir uns diese Datei mal an im Editor, denn diese Datei soll dann im Nachgang eingelesen werden. Aber schauen wir uns erst einmal die Datei an im Windows Explorer. Hier ist der Windows Explorer, hier ist die Datei, deren Datenmenge ich ein bisschen reduziert habe. Rechtsklick drauf, öffnen mit Editor. Im Editor sieht man die XYZ-Koordinate der XYZ-Datei und diese soll nun eingelesen werden. Im klassischen Allplan digitalen Geländemodell soll das eingelesen werden. Sehen wir uns hierfür mal das digitale Geländemodell an. Dafür wird gewechselt in die Umgebungsrolle der Actionbar. Dort gibt es das Werkzeug Punktedatei importieren, exportieren. Wenn man das genauer ansieht, gibt es einen Dateityp, den man hier einstellen kann: RE1, REB, RE2. Das sind normierte Datenformate und das unnormierte ASCII-Format. Das müssen wir schon mal berücksichtigen. XYZ geht nicht, aber ASCII geht. Eigentlich sind beides dieselben Dateiformate, haben nur unterschiedliche Dateiendungen. Also mit der Dateiendung müssen wir was machen, aber das ist nicht das Einzige. Außerdem muss noch in den Optionen die Schnittstelle konfiguriert werden, wenn aus einer beliebigen Datei, ASCII-Datei, das Gelände ausgelesen werden soll. In den Optionen wird man dann hier bei Import-Export für die Punktedatei die Punktkoordinaten konfigurieren. Hier gibt es eine Tabelle, in welcher man dann die Werte einträgt. Dies analysiert man für die XYZ-Spalte. Eine Nummernspalte kann man noch mit auslesen und eine Codespalte kann man auch noch mit auslesen. Hier werden aber die Anfangsspalten der Koordinaten ausgelesen, Vorkomma und Nachkommastellen nach Metern. Hier kommt dann nochmal der Editor ins Spiel. Im Editor kann man das sich alles analysieren und genauer ansehen. So wird zum Beispiel die X-Koordinate hier vorne an der ersten Stelle markiert und dann wird das gleich analysiert. Von der Formatierung her sollte es so aussehen wie hier. Keine Titelzeilen oder sonst was und die Kommastellen werden eigentlich durch einen Punkt getrennt und die Leerzeichen sind wirklich die Leerzeichen, die trennen und keine Tabstops oder sowas. Die erste Spalte wird hier unten angezeigt. Spalte 1 ist der Anfang der X-Koordinate. Wenn man zählt, sind es 6 Vorkommastellen, was man sich notiert und 2 Nachkommastellen. Dies notiert man sich auch als Anfangsspalte für die Y-Koordinate, was Spalte 11 ist, was hier unten angezeigt wird. Hier sind es gleich 7 Vorkommastellen und 2 Nachkommastellen. Dann haben wir noch den Z-Wert, der hier vorne markiert wird. Spalte 22 ist der Wert, wo die Z-Koordinate beginnt, bei 3 Vorkommastellen und 2 Nachkommastellen. Das ist das, was ich mir notiert habe. Das ist das, was hier eingetragen wird. X startet bei 1, 6 Vorkommastellen. Zwei Nachkommastellen, zwei Nachkommastellen haben alle, deshalb gebe ich das gleich ein. Y startet bei 11 und hat 7 Vorkommastellen. Z startet bei 22 und hat 3 Vorkommastellen. Für die Punktnummerierung und für den Nummerncode der Punkte gab es keine weiteren Spalten, also liest man hier Spalten aus, die nicht vorhanden sind im Editor. Das heißt so viel wie, dass ich hier mal zum Beispiel die Spalte 50 mit durchaus 8 Vorkomma, 0 Nachkommastellen auslese. Und hier lese ich die Spalte 70 mit 3 Vorkomma und 0 Nachkommastellen aus. Die gibt es definitiv im Textfile, im XYZ-File nicht. Man sollte nur Bereiche auslesen, die sich nicht überlappen. So, dann ist das eingestellt und konfiguriert. Okay. Die Schnittstelle ist konfiguriert, aber die XYZ-Datei kann noch nicht eingelesen werden, weil die Dateiendung nicht stimmt. Das kann man im Editor umbenennen oder den Editor schließen und via Windows Explorer umbenennen. Hier wurde der Windows Explorer geöffnet, die Datei wird mal kopiert, damit ich hier die Kopie einlese der Datei. ASC ist die Dateiendung, welche eingelesen werden kann. Enter. Und trotzdem ändern aufgrund dieser Meldung ja. Und dann kann man das schließen und über die Dateischnittstelle einlesen. Wenn man das einliest, sollte man aber doch noch mal den, wenn man das einliest, sollte man aber noch mal das Notepad öffnen
mit der Datei. Denn es geht natürlich auch noch um große Koordinaten. Alles, was jenseits plus minus 5000 Meter vom globalen Ursprungspunkt von Alplan entfernt ist, werden in Alplan als große Koordinaten gezählt. Und deshalb sollte man sich hier noch die Werte für x-Koordinate aufschreiben. Hier 642.000 circa. Und für die y-Koordinate, mal schauen, was ich nehme. Die Koordinaten werden nach rechts und nach oben größer, also nehme ich die kleineren Werte. Für y nehme ich 5.625.999. In Z-Richtung sind die Höhen kleiner als plus minus 5000, das heißt, ich gebe hier keinen Offset an. Der Offset wird angegeben beim Projekt, zum Beispiel auch wenn man ein neues Projekt anlegt. In diesem Fall mal ohne Projektvorlage. Denn dann kann man hier im Menü schon die Offset-Werte angeben. Und falls man das nicht macht und fertigstellt, kann man im Projekt Neu öffnen Dialog beim Projekt, was man angelegt hat, per rechte Maustaste dessen Eigenschaften angehen und hier die Offset-Koordinaten im Nachgang nochmal aktivieren. Und dann gibt man die Offset-Werte ein. 642.000 hatte ich mir ausgewählt für X-Richtung. Für den Hochwert Y habe ich mir 5.625.999 aus der Datei ausgelesen. Okay, dann stimmt das auch mit dem Offset und wir haben keine weiteren Thematiken mit großen Koordinaten. Jetzt kann das eingelesen werden über die Geländeaufgabe aus der Rolle der Umgebung bei Punktdatei importieren, exportieren. Dort wählt man das Dateiformat aus, Koordinaten mit dem ASC-Dateiformat. Die Dateiextension wird auch auf ASC eingestellt. Es wird hier Import eingestellt. Zur Gegenkontrolle kann man hier nochmal den Dateiinhalt per Jahr aufs Teilbild packen lassen oder im Viewer anzeigen lassen. Und dann wird das Ganze angewendet auf die richtige Datei, welche man dann sucht. Wenn man die Datei gesucht hat, wird man diese auswählen und öffnen. Die Daten wurden importiert. Im Viewer wird das Ganze nochmal angezeigt. Dann kann man das schließen. Auch das hier schließen. Die Darstellung der Punktsymbole resultiert aus den Einstellungen, welche vorher aus dem Geländepunktknopf getroffen worden sind. Und dann kann man die ganzen Daten zentrieren und je nach Perspektive auch genauer darstellen. Hier zum Beispiel in der Frontansicht und dann sieht man hier einen gewissen Höhenverlauf. In der Animation sieht man noch nichts, das wird man erst sehen, wenn das digitale Geländemodell mit diesem Werkzeug Dreiecksnetz von Maschen optimieren vernetzt wurde. Dann wurde das vermascht, kann mit Escape beendet werden und hier sieht man das digitale Geländemodell auch in der Zentralperspektive. Kann man sich das Ganze dann genauer ansehen. Auch in der Perspektive oder mit dem Bewegungsmodus kann man sich das dann genauer ansehen. Oder Bewegungsmodus wieder ausschalten, zurück auf den Grundriss schalten. Und dann kann man sich das ganze digitale Geländemodell noch kolorieren lassen, aus der Schublade zum DGM kolorieren. Man klickt das DGM an, gibt die Höhendifferenz hier unten an, zum Beispiel den Vorschlag mit Enter. Und dann ist das DGM koloriert und dann hat man hier auch einen Höhenverlauf des eingelesenen digitalen Geländemodells. Mit Escape wird das beendet. So liest man dann also ein digitales Geländemodell über die Dateischnittstelle Punktdatei importieren ein als ASCII-File mit den Optionen entsprechend konfiguriert und einem entsprechenden Offset.